Was bedeutet es, ein Mann zu sein in einer Welt, in der dir das Mannsein als toxisch vorgeworfen wird? In dieser Folge werden wir darüber reden und ich werde ein bisschen sauer, Dominik auch, aber das Ganze hat einen positiven Hintergrund, denn in dieser Folge wirst du die Antwort bekommen, was du von dir selber erwarten darfst als Mann, was ist als Mann heutzutage wichtig und wie du als Mann in so einer Welt mit den ganzen Hürden und Hindernissen, die aktuell existieren, deine Männlichkeit so lebst, dass du attraktiv und im Einklang mit deinen Werten bist. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Und mit dabei Dominik van Aave, unser Experte für Selbstbewusstsein. Yes. Eine Folge über Männlichkeit, eine lang ersehnte Folge. Und in dieser Folge wirst du, ich denke, viel über dich lernen, über was Freiheit und was Unabhängigkeit ist und was Männlichkeit wirklich für dich bedeuten kann. Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem David, mit einem unserer ehemaligen Teilnehmer. Und wir haben uns unterhalten, was auch seine zukünftigen Pläne sind. Und er ist jemand, der auch vom Persönlichkeitstyp ein Schüler, ein Lehrer ist. Also perfekt für den Archetypen des Coaches. Und sein Punkt oder das Problem, was er gerne lösen möchte, gerade in der Gesellschaft, ist, Männern dabei zu helfen, sich wieder männlich zu fühlen. Und er hat dann eine Sache beschrieben, die fand ich ganz interessant. Er hat dann gesagt, so, ja, immer wenn ich das in meinem Bekanntenkreis erzähle, dass ich Männern helfen möchte, wieder männlicher zu werden, dann sagt er, dann spüre ich immer so, dass irgendwie jeder mich komisch anguckt. Jeder so skeptische Blicke hat. Und diese skeptischen Blicke verschwinden immer dann erst, wenn er sagt, ja, gesunde Männlichkeit, ganzheitliche Männlichkeit. Dann sagt er so, dann atmen die Menschen um ihn herum so plötzlich auf. Und das fand ich so interessant, weil warum muss er diesen Zusatz erwähnen? Es hat den Anschein, dass das Wort Männlichkeit negativ konnotiert ist. Und dass wir immer irgendwie sagen müssen, was wir damit meinen. Aber an welcher Stelle sind wir falsch abgebogen, dass es heißt, dass Männlichkeit etwas Schlechtes ist? Ja, ich weiß, ich werde mir mit dieser Folge wahrscheinlich einige Feinde machen. Mehr als sonst, weil ich werde keinem von beiden Seiten glücklich machen mit dem, was ich gleich sagen werde. Weder die einen, die sagen, ja, Mann, stimmt total, was sollen wir noch sein? Wir wissen gar nicht mehr, ob wir für Männer sind oder nicht. Und auch das andere Camp, die sagt, ja, toxische Männlichkeit ist ein Problem. Ich werde keine von euch beiden glücklich machen. Ich habe auch neulich mich unterhalten mit einem Freund über die verschiedenen Spektren der politischen Ideologie. Und es ist so verrückt, wie wirklich egal, wo wir hingucken, wie die Extremen einfach mehr werden. Links wird größer, ja. Rechts wird größer. Die Diskrepanz zwischen Arm und Reich wird genauso immer größer. Ob du jetzt einen Andrew Tate vor dir hast, der extrem respektlos mit Frauen umgegangen ist und sie als Webcam-Models genutzt hat, um Geld zu verdienen. Und damit auch extrem respektlos Männern gegenüber und genau das Problem nochmal verschlimmert hat. Ja. Aber auch im selben Atemzug natürlich Kickboxer ist, MMA-Fighter und irgendwo natürlich auch was darstellt an Härte oder an Männlichkeit, was viele vermissen. Oder du eben das andere Extrem hast und du hast dieses Ideal vom extrem weichen, sanften Mann, der seine Gefühle zeigt und wo es eigentlich keinen Unterschied mehr gibt zwischen Mann und Frau. Wo genau finden wir uns jetzt noch zurecht? Und es gibt so wenige Menschen, die heutzutage noch sagen, ich bin mit Leib und Seele Zentrist. Ja. Mich kannst du nicht in eine Ecke stecken. Ich lasse mich nicht in ein Extrem stecken. Hau ab mit deinen Extremen. Und ich finde es wichtig, dass es mehr freiwillige Zentristen gibt, die sagen, geht mir alle fort mit euren Extremen,
Wir werden sowieso immer mehr in die Extreme gerückt. Das an sich, sich rücken zu lassen, als Gegenreaktion von dem, was andere tun. Also wenn andere sagen, du bist zu toxisch oder auf der anderen Seite, du bist zu weich. Dann zu sagen, okay, weißt du was, dann mache ich es erst recht anders. Das ist reaktiv. So, da sind wir uns alle einig. Du reagierst auf etwas. Völlig egal, ob es männlich oder weiblich oder irgendwas ist. Es ist reaktiv. Du bist nicht du selbst. Du tust etwas als Gegenreaktion, weil du sagst, ja, dir zeige ich es jetzt. Jetzt erst recht. So. Ob das jetzt männlich oder weiblich ist, ist nicht so interessant. Damit bist du ja in einer Identifikation. Denn das ist ja der. Das ist der Rebell. Das ist der, der sagt so, okay, so wie Papa möchte ich nicht sein, wie mein Vater möchte ich nicht sein, wie auch immer war, ob er jetzt zu weich, zu hart war, ich will genau das Gegenteil sein. Ich werde ihm genau, egal was er gemacht hat, ich bin genau gegenteiliger Meinung. Und damit, also damit gehen wir in ein anderes Camp, in genau das gegengesetzte Camp und verschließen uns durch diese Identifikation, ich bin nicht so wie dieser Mensch, ich bin genau das Gegenteil, Identifikation. Damit verschließen wir uns, also per Definition, der Mitte, dem, was die andere Seite, wo die andere Seite vielleicht sogar Recht hat, was sie Gutes mitbringt. Exakt. Ja, und du hast es gerade selber gesagt, das ist eine Gegenreaktion auf das, was der Papa zum Beispiel sagt. Es ist eine kindliche Reaktion. Ob das jetzt männlich, weiblich oder irgendwas anderes ist, zu sagen, du möchtest das von mir, dann mache ich das Gegenteil, ist einfach nicht erwachsen. Ja, Punkt. Und wir brauchen meiner Meinung nach weniger krasse Männer oder krasse Frauen oder sonst irgendwas. Wir brauchen mehr Erwachsene. Das ist meine Meinung. Weil wir haben zu viel kindlichen Trotz und Reaktion und Identifikation, was uns alle nur mehr aufschaukelt und gegeneinander aufstellt. Und das brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr Miteinander. Wir brauchen mehr Kooperation. Weil wenn es keine weitere Lösung mehr im Dialog gibt, dann ist Krieg die letzte Lösung. Hat, glaube ich, von Clausewitz gesagt, gell? Der preußische General und Autor. Das kann doch nicht sein, dass wir nicht mehr gewillt sind, mit der anderen Seite zu reden, dass wir direkt dann auch sagen, Moment mal, Männlichkeit, was soll das? Dass wir dann die gesamte Person ausschließen aus dem Diskurs. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach nicht erwachsen. So. Wenn wir nicht mit unseren, das ist jetzt einfach mal als Extremform gesagt, wenn wir nicht mehr mit unseren Feinden reden, mit wem sollen wir dann reden? Also genau mit den Menschen, mit denen wir nicht einer Meinung sind, müssen wir reden, wenn wir Gewalt oder Krieg oder irgendwas verhindern wollen. Dialog ist essentiell für den Menschen, ja, wenn wir friedlich miteinander koexistieren wollen. Und auch produktiv. So, ich habe mir, und noch was, diese Haltung zu sagen, ich bin jetzt das Gegenteil von dem, was du von mir haben möchtest, ist genauso schlimm wie zu sagen, oh, okay, du willst, dass ich sanft und lieb bin, du willst, dass ich meine eigene Männlichkeit verleugne? Ja, dann mache ich das, dann mache ich das. Und ich bin böse und ich bin toxisch. Auf jeden Fall, du hast recht und wir sind alle ganz schlimm. Das ist genauso bescheuert. Weil du bist dann wiederum reaktiv. Ob du dich jetzt dagegen stellst oder mitgehst, es ist Fight or Flight, da ist kein autarker Mensch in der Mitte, der sagt, ich schaue mir mal an, was ihr gerade von mir wollt, was ihr gerade von mir wollt und dann mache ich meine eigene Entscheidung. Und wir müssen unsere eigenen Entscheidungen treffen wollen, wenn wir in dieser Welt agieren wollen. Also beides sind Extreme, die weder helfen. So. Aber kommen wir zu dem Punkt, weil ich möchte, ich habe mir nämlich auch Gedanken gemacht, du hast da diesen Punkt aufgebracht, Dominik, und ich habe mir selber Gedanken gemacht, wie würde ich denn, ich habe noch keine Kinder, aber wenn ich eine Tochter hätte, würde ich sie anders aufziehen, als wenn ich einen Sohn hätte. Sehr wichtiger Punkt. Ja, das ist eine Unterhaltung, die ich auch mit meiner Verlobten geführt habe. Und für mich auch sehr augenöffnend war, weil ich mit gewissen Erwartungen in diese Unterhaltung reingegangen bin, dass ich gedacht habe, naja, es gibt Dinge, die würde ich meinem Sohn anders erklären als meiner Tochter.
würde mein Sohn vielleicht anders behandeln als meine Tochter. Und das Tolle ist, wenn du eine tolle Partnerin hast, dann wird sie deine Ideen und deine Meinungen auch herausfordern. Auf eine respektvolle Weise, aber auf eine gesunde Weise. Ja? Und das hat sie getan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich darüber nachgedacht habe, wie ich meine Tochter erziehen würde und wie ich meinen Sohn erziehen würde, welche Werte ich ihnen beibringen würde, wie sie in der Welt navigieren sollten, unter all den Gefahren, die die Welt so mit sich bringt, von Menschen, die sie ausnutzen könnten, von Menschen, die ihre Schwäche nutzen könnten für sich, von Menschen, die selber schwach sind und deswegen du dann vielleicht als Mitläufer auf der falschen Seite der Geschichte dastehst oder vielleicht jemanden in der Schule mobbst, weil die anderen tun es ja auch und du warst nicht stark genug, Nein zu sagen und Stopp zu sagen und dich für den Kleinen einzusetzen. All diese Punkte, die haben mit Werten zu tun. Und ich versuche ein Leben zu leben, das sehr stark geleitet ist von meinem moralischen Kompass. Ich versuche es. Ich bin auch nur ein Mensch. Und werde manchmal meinen eigenen Werten nicht gerecht. Aber die sind mir sehr wichtig. Sehr wichtig. Und ich habe mich gefragt, welche Werte würde ich meinen Kindern beibringen? Und gäbe es dann einen Unterschied zwischen meiner Tochter und meinem Sohn, wie ich ihnen diese Werte beibringe? Und die Antwort auf diese Frage, wenn wir von Werten sprechen, ist nein. Es gäbe keinen Unterschied. Ich würde meiner Tochter genau dieselben Werte beibringen wie meinem Sohn. Ich würde meiner Tochter und meinen Söhnen auch die exakt selbe Herangehensweise an Resilienz, an kritischem Hinterfragen beibringen, an Mut, dass du nur 10 Sekunden länger mutig sein brauchst als andere. Ich habe heute eine schöne Nachricht bekommen per Instagram von einem, der hat gesagt, ich bin stiller Zuschauer schon seit 1,5 Jahren und ich habe jetzt seit einem guten Monat eine Freundin. Ich habe gesagt, mega toll, ne? Er hat sich bedankt, ich habe gesagt, erzähl mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Und er sagte mir, naja, okay, wenn du es wissen möchtest, ich habe sie immer wieder gesehen, so an der Arbeit, sie hat da vorne was gegessen, wohl anscheinend irgendwie Mensa oder sowas, anscheinend größere Arbeitgeber. Und er hat sie immer wieder dort gesehen, sie hat ja gegessen und alle haben immer wieder über sie geredet und fanden sie so toll und keiner hat sich getraut hinzugehen. Und er hat sich dann an diesen Satz erinnert von mir. Er hat gesagt, du hast ja mal gesagt, du brauchst nur 10 Sekunden länger mutig zu sein als die anderen. Und das hat er sich dann zu Herzen genommen, ist hingegangen, hat mit ihr geredet und dann haben sie sich 1,5 Stunden lang unterhalten und haben die Arbeit komplett vergessen. Und er hat mir gesagt, also das Witzige ist, ich konnte mich nicht mal mehr erinnern, wie ich das Gespräch begonnen habe. Sie weiß es heute auch nicht mehr. Wunderschöne Nachricht. Genau, ich freue mich mega über solche Nachrichten. Und das ist nochmal ein extrem ähnlicher Punkt. Ich habe vor ein paar Jahren auch ein Video gemacht, in dem ich glaube, mit Makako zusammen, mit unserem Coach Makako, der Punkt war, wer macht den ersten Schritt? Der Mann oder die Frau? Du siehst jemanden, an dem du interessiert bist. Wer macht jetzt den ersten Schritt? Von wem sollten wir das erwarten? Vom Mann oder von der Frau? Die ursprüngliche Rollenverteilung, Rollenerwartung wäre so, naja, klar, der Mann. Die moderne ist vielleicht, na, warum der Mann? Kann auch die Frau machen. Und dann gibt es eine Diskussion und dann gibt es natürlich ganze faule Kerle, eine ganze Reihe an faulen Kerlen, die sagen, ja, die Frau soll das jetzt machen. Und meine Antwort ist so simpel wie noch nie und sie war schon immer so simpel wie noch nie. Wer macht den ersten Schritt? Du. Und mir ist es völlig egal, ob du Mann, Frau, irgendwas in der Mitte oder gar keins von beiden bist. Denn wenn du nicht deine eigene Verantwortung akzeptierst und die Herausforderung annimmst, zu wachsen und etwas zu verändern, wo bisher noch keine Veränderung war und wo alle unzufrieden sind und alle gerne eine Veränderung hätten, aber keiner sich traut, ist es dein Job, den ersten Schritt zu machen. Und die Botschaft, die würde ich meiner Tochter exakt genauso beibringen wie meinem Sohn. Du willst etwas, keiner traut sich, dann bist du jetzt derjenige, der sich trauen muss. Und das ist, was die meisten Männer nicht machen. Die meisten Frauen, Männer, ist es egal. Menschen konzentrieren sich nicht mehr auf ihre eigene Verantwortung, sondern beschweren sich lieber über die andere Seite. Und deswegen haben wir dieses, solange ich mich aufregen kann über die andere Seite, muss ich ja nichts machen. Und das ist feige wie noch was. Okay. Das erstmal dazu. Lass mich gerade an der Stelle da
da noch reingrätschen bei der Angst. Also darum geht es ja. Und das sagen wir auch häufig. So der Feind ist nicht der Feind, also die andere Person oder was auch immer, die andere Gruppe, von der du glaubst, die jetzt gerade für deine Misere verantwortlich ist. Der Feind ist deine eigene Angst. Und damit das Denken, das Zerdenken, das Ego, das dir sagen möchte, du bist nicht gut genug. Und dir dann entsprechend Angst schickt als letzte Instanz, dass du nicht handelst. Und dann finden wir einfach rationale Gründe für unser Gefühl von Angst. Und weil wir nicht zugeben möchten, dass wir Angst haben, finden wir natürlich dann ganz schnell den Fingerzeig woanders. Und auch wenn wir halt überfordert sind. Es gibt ein sehr schönes Beispiel in dem Buch Wanting von Luke Burgess gibt es ein sehr gutes Beispiel über Sündenbock, wie schnell man jemanden zum Sündenbock machen kann, einfach obwohl diese Person überhaupt nichts damit zu tun hat. Können wir an einem anderen Punkt mal drüber sprechen. Weil das Einzige, was ich gerade hier noch dazu einwerfen wollte, ist, so das Gegenteil von Angst ist Liebe. Das wiederholen wir, glaube ich, jede zweite Folge. Und das, was du gerade sagst, Andi, ist halt so, so, ich habe mir auch im Vorfeld Gedanken gemacht, so würde ich meinen Sohn anders erziehen als meine Tochter. Und mein erster intuitiver Gedanke war, ja, natürlich. Aber dann der zweite war, also weil ist ja ein Junge, der muss anders in der Welt agieren wie die Frau. Und dann aber war mein zweiter Gedanke, nee, wieso? Weil würde ich dann meinem Sohn zum Beispiel sagen, ja, bei Frauen musst du so und so agieren, damit das was wird. Und meine Tochter würde ich dann sagen, lass den Mann mal dies und das machen. Das hat ja sowas von Geheimniskrämereien, als ob halt das eine Geschlecht nicht das wissen darf, was das andere Geschlecht wissen darf. Und da haben wir schon den Punkt. Wenn wir Geheimnisse haben, dann ist erstmal Lüge, Stress. Und vor allem aber so, wenn wir Geheimnisse vor dem anderen haben und dann sagen irgendwie, das darf diese Person nicht wissen, dann hat das eine Eltern-Kind-Beziehung. Also das heißt, unsere Eltern haben uns verheimlicht, dass es den Weihnachtsmann, das Christkind gar nicht gibt. So, das ist halt, das ist so, dass mein Kind soll das nicht wissen. Das ist so das Geheimnis, was sie damit propagiert haben oder entsprechend verbreitet haben oder gelebt haben. Und was sie damit sagen ist, wir als Eltern wissen besser, was gut für dich ist, Kind. Und damit würde ich ja meinem Sohn sagen, so musst du dich bei Frauen verhalten, aber Frauen dürfen davon nicht wissen, weil wir Männer wissen besser, was gut für Frauen ist. Aber es ist gleich auch andersrum, wenn ich das meiner Tochter sagen würde. So, du als Mädchen weißt natürlich besser, was gut für Jungs ist. Und das ist halt falsch. Damit würde ich ja das Individuum da drin zerstören und würde damit auch eine Bewegung schaffen, die halt so direkt glaubt, dass die eine Gruppe besser ist als die andere, egal in welcher Gruppe du bist. Also ob du jetzt glaubst, dass du besser bist als der andere oder ob du glaubst, dass der andere besser ist als du. Und also selbst wenn wir davon ausgehen, irgendwie ich bin überlegen, ich bin dir überlegen, dann können wir davon ausgehen, so ich habe einen Überlegenheitskomplex. Und wenn ich auf der anderen Seite denke, jemand anders ist mir überlegen, dann habe ich einen Minderwertigkeitskomplex. Aber beides ist das Gleiche. Es gibt keinen Überlegenheitskomplex, es gibt nur Minderwertigkeitskomplexe. Und der kann sich halt auch zeigen darin, dass ich denke, dass ich besser bin als jemand anderes. Weil mir das so sehr wehtun würde, anzuerkennen, dass die andere Person an bestimmten Punkten, nicht an allen Punkten, aber an bestimmten Punkten recht hat. Und das ist eben genau das, was wir auch am Anfang gerade hatten mit dem, ich gehe in das eine Camp, weil ich muss einfach komplett anders sein, komplett dagegen sein. Und damit sage ich so, der andere ist schlecht oder ich bin besser. Und damit sage ich gleichzeitig, ich bin unterlegen, weil wir nicht mehr auf einer Augenhöhe sind, weil wir nicht mehr miteinander sprechen, nicht mehr in den Dialog gehen und damit nicht mehr in der Liebe sind, weil wir Angst davor haben, dass jemand anderes uns erkennen könnte. Und das dem Ganzen fußt dann auch nochmal so dem zweiten Wert, den du jetzt, glaube ich, nur so angerissen hast, Andi, dem zweiten Wert zugrunde, der goldenen Regel der Kommunikation. So, ich verhalte mich so, wie ich möchte, dass jemand anders sich verhält. So, be the change you want to see in the world. Wie, Gandhi schon gesagt hat, ne? Wenn ich nicht möchte, dass ich die ganze Zeit angekeift werde und angefeindet werde, oder wenn ich nicht möchte, dass ich der Feind für jemanden bin, dann mache ich doch auch niemanden zu meinem Feind. Warum nicht auf Augenhöhe? Ja. Ja, warum Feinde? Also diese Vorstellung ist für mich die
dümmste aller Zeiten, dass wir hier gegeneinander arbeiten. Zur Verführung gehören zwei. Ihr müsst euch beide verführen wollen. Da muss ein Wille von beiden da sein. Ansonsten ist es keine Verführung. Ansonsten ist es Manipulation. Und wir sind nicht interessiert an Manipulation. Damit es auf Augenhöhe geschieht, haben alle Verantwortung. Und es ist auch sinnvoll, allen Verantwortung beizubringen. Der Unterschied zwischen, wie ich meiner Tochter und meinen Sohn beibringen würde, der ist so minutiös, der liegt bei 0,00000001%. Da gibt es etwas, das ich anders beibringen würde. Aber das liegt mehr in der Geschichte der Rollenverteilung als in der eigentlichen Rollenverteilung. Weil wenn irgendein Kerl meiner Tochter sagen würde, Schätzchen, lass mal die Männer das machen, ich würde ausrasten. Meine Tochter hat eine Stimme, die darf auch gefälligst gehört werden. Sie ist smart, sie ist kompetent, alles Dinge, die ich ihr beibringen möchte. Also, aber auf der anderen Seite, wenn meinem Sohn dann gesagt werden würde, wir haben genug von dir gehört, das ist toxische Männlichkeit, du bist jetzt mal still, würde ich genauso ausrasten und sagen so, seine Stimme ist wahr, sie ist kompetent, sie ist auf Fakten und Argumenten basiert, sie ist genauso valide. Okay, anyway, nochmal, ich wiederhole mich hier, komme zu einem neuen Punkt. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied liegt lediglich in der Geschichte der Rollenverteilung. Und hier ist die Sache, wenn wir miteinander arbeiten wollen, wenn wir zusammen eine schönere Welt erschaffen wollen, dann müssen wir auf gemeinsame Nenner achten. Und gemeinsame Nenner sind nicht unbedingt, was erwarte ich von dir jetzt, weil du ein Mann bist oder jetzt, weil du eine Frau bist, sondern wo können wir uns dann darauf einigen? Wir können uns auf der Geschichte der Rollenverteilung einigen. Wir können uns darauf einigen, dass es früher, vor 100 Jahren und mehr, im westlichen Kulturkreis eine Rollenverteilung gab, in der ganz klassisch, chauvinistisch, romantisch, wie auch immer du es benennen möchtest, der Mann die Frau abgeholt hat mit der Kutsche und dann die Tür geöffnet hat und dann ihr die Hand gegeben hat, damit sie aussteigen kann. Und sie hat sich das Kleid hochgehoben, damit sie nicht in die Pfütze reinsteigt. Und dann hat er vielleicht Blumen mitgebracht oder er hat ihr ein Gedicht geschrieben. So, das waren Vorstellungen von früher, Rollenverteilung. Darauf können wir uns einigen. Okay, das heißt nicht, dass es heute so ist, aber es war mal so. Diese Information ist super wertvoll, wenn wir uns darauf einigen können, dass es mal so war. Weil Verführung ist nicht hart argumentatorisch und rational. Verführung ist leichtherzig, macht Spaß, sollte Spaß machen. Sie sollte sich gut anfühlen und wir sollten etwas erleben, was wir mit einem anderen Menschen nicht erleben können. Und darum, meine Lieben, kommen wir immer wieder auf Flirten und Leichtigkeit. Worauf wir uns einigen können, ist, dass wir ein Rollenspiel spielen können, wir nehmen jetzt mal ein anderes Beispiel, was zum Beispiel bedeutet, dass du und ich, wir beide gerade auf dem Mars sind und wir brauchen von der Erde neues Klopapier. So, das komplette Klopapier auf dem Mars ist leer. So. Bescheuertes Beispiel. So what? Und wir unterhalten uns irgendwie darüber. Wir haben uns über SpaceX unterhalten oder irgendwas. Und die Frau und ich, wir reden darüber. Und dann sage ich, boah, was würdest du machen, wenn du auf dem Mars wärst und es gäbe kein Klopapier mehr? Und dann sagt sie, tja, keine Ahnung, haben wir ganz viel Stoff? Könnten wir den Stoff verwenden oder sowas? Oder nee, du musst rausgehen, musst irgendwo dann hinhopsen, weil, ne, ist ja weniger Schwerkraft, um dann irgendwo im Busch gibt es ja auch nicht, aber irgendwo da dein Geschäft zu verrichten. So, wir haben ein Szenario, was nicht reell ist. Und wir können darüber ganz leichtherzig locker reden. Soweit kann mir jeder folgen, gell? Es ist nicht echt, es ist Bullshit. Es ist sowieso nicht aktuell relevant. Genau dasselbe können wir machen mit der Rollenverteilung von früher. Wir können ganz spielerisch können wir sagen, oh, Madame, ich habe Ihnen Blumen mitgebracht. Hier, Madame. Nächste Woche ist der Hochzeitstermin. Haben Sie Ihrem Vater schon Bescheid gesagt? Das ist nicht dasselbe wie die Erwartungshaltung, du bist eine Frau, du hast mir jetzt ein Sandwich zu machen. Mhm. Ist nicht dasselbe. Okay? Es ist ein Spiel mit der Rollenverteilung in einem Szenario eines Flirts. Und innerhalb dieses Spiels der Rollenverteilung gibt es, so wie jedes Spiel Regeln hat,
gibt es auch in diesem Spiel Regeln. Und ich sage nicht, dass es in der echten Welt so sein muss. Ich sage nicht, Männer führen und Frauen müssen geführt werden. Definitiv nicht. Wie gesagt, wenn einer von meiner Tochter erwarten würde, sie soll die Klappe halten und darf nicht irgendwie den Raum anführen, obwohl sie smarter ist und kompetenter, dann hätte ich da ein großes Problem mit. Aber innerhalb dieses Spiels, dieses Rollenspiels, ja, in diesem Rollenspiel, führt der Mann und die Frau folgt. Es ist wie beim Tanz. In der echten Welt, wenn du Salsa, Bachata oder irgendein Paartanz machst, dann ist die Rollenverteilung so, dass der Mann führt, Impulse gibt und die Frau lässt sich führen. So funktioniert dieses Spiel, dieser Tanz. Das ist die Polarität. Das heißt nicht, dass in der echten Welt wir dasselbe auch zu erwarten haben, wenn es hart auf hart kommt. So, und beim Flirt können wir genau dasselbe machen. Wenn du mit einer Frau flirtest und sie hat irgendeine harte Meinung, dass du dann sagst, von dir habe ich jetzt genug gehört. Ich habe jetzt was Besseres zu tun. Und du spielerisch ignorierst du sie. Du sagst, hey, was, wieso ignorierst du mich? Der Mann muss nachdenken. Irgend so ein Quatsch habe ich jetzt mal gemacht. Ne? Wenn du mit diesen Rollenverteilungen spielst, als Mann und als Frau, oder du sagst, ebenfalls beim Date, sagst ihr, gib ihr mal deine Hand. Sie gibt dir ihre Hand. Cool. Passt ganz gut in meine. Komm, wir gehen mal los. Und du nimmst sie an die Hand und ihr geht spazieren ein paar Meter. Dann ist das spielerisch, leichtherzig. Das heißt nicht, dass du ein Chauvinist bist, toxisch oder sonst irgendwas. Und von ihr heißt es auch nicht, dass sie sich irgendwie klein beigibt und dass sie keine starke Frau ist. Nein, überhaupt nicht. Beide geben sich gerade willentlich einem Rollenspiel hin. Und das ist der feine Unterschied, den wir beibringen können. Es ist einfach nur leichtherzig gemeint. Wenn du jetzt ins Fernöstliche schaust, in Tantra und die Philosophien, die von dort kommen, dann gibt es dort, was die männliche Energie und die weibliche Energie angeht, auch ganz klare Rollenverhältnisse. Männliche Energie, nicht Mann, männliche Energie, gibt den Rahmen. Das heißt, er gibt die Umstände, in denen wir leben, in denen wir uns entfalten können. Weibliche Energie ist diese Energie, ist dieses Leben, was sich innerhalb des Rahmens entfalten kann. So. Der Mann ist, wenn du so willst, der Fels in der Brandung und die Frau ist in diesem Szenario, in diesem Rollenspiel, ist sie der Wind, der um den Berg drumherum pfeift und wie ein Wirbelsturm, die Böen, die immer wieder dann gegen die Bäume klatschen und sowas. Oder das Wasser. Und der Oder Mann das ist Wasser. Die Vase und die Frau ist das Wasser in der Vase. Mhm. Und das Wasser kann auch ganz stürmisch sein, so wie beim Fels in der Brandung Beispiel. Das Wasser kann aber auch ruhig sein. Das Wasser ist Energie, das ist Leben, das ist Chaos. Das ist, Emotion. Während das Männliche das Stoische, das Kühlere ist, das Wegweisende, das Rahmengebende. Und das ist die männliche Energie. Das bedeutet nicht, ein Mann hat so zu sein. Das ist die männliche Energie, weibliche Energie. Und wenn die Frau an unserer Seite ist der Spiegel von uns selbst, also von uns als Mann. Und damit entsprechend auch so, wenn wir in unserer männlichen Energie sind, dann haben wir sehr wahrscheinlich auch eine weibliche Frau an unserer Seite, weil sie komplett in ihrer Weiblichkeit sein kann. Das fühlt sich gut an, dann für dieses Individuum und dann für dich als Individuum, so für dich als Mann, in deiner Männlichkeit zu sein, für sie als Frau in ihrer Weiblichkeit zu sein. Und das, dann passt das. So, wenn du als Mann dann eher ein bisschen weicher bist, ein bisschen deiner femininen Seite bist oder vermehrt in deiner femininen Seite bist, dann wirst du auch eine, wie wir es dann auch nennen würden, eine dominante Frau an deiner Seite haben. Eine Frau, die dann schnelle Entscheidungen trifft. Das ist für viele Frauen, oder was heißt für viele Frauen? Für die eine Gruppe von Frauen ist das völlig okay. Für die andere Gruppe von Frauen, die kriegt dabei die Krise, die möchte dann lieber einen dominanteren Mann haben. Und es gibt genug Frauen, die dann sich ihr Leben lang, weil sie halt entsprechend auch was aufgebaut haben, ihre eigene Firma aufgebaut haben und so weiter, oder auch Teamleitungen sind und sowas und dann in ihrem Job einfach so dann dominant und schnell entscheidungstreffend denken müssen. Die klagen zum Beispiel sehr häufig darüber, dass sie gerne einen dominanteren Mann an ihrer Seite hätten. Das heißt aber nicht, dass dieser Mann dominierend sein muss, dass dieser Mann komplett
keinerlei feminine Energie in sich haben darf, sondern für diese Momente, in denen es wichtig ist, im Spiel der Verführung, ist es wichtig, dass die beiden dann genau dieses Spiel der Polarität spielen. Genau. Und ich dazu gleich was, aber noch, ich möchte das eine Beispiel von vorhin mit diesem Spiel der Polarität einmal beleuchten. Nehmen wir an, dass irgendjemand am Arbeitsplatz von meiner Tochter das Wort abspricht, weil, keine Ahnung, sie soll eine Präsentation halten und dann sagt, so eine ähnliche Situation hatte auch meine Partnerin. Und dann sagt der Mann, es sind vier Männer im Raum und der eine sagt, so, jetzt können wir endlich mal deine Schönheit begutachten. Und sie steht da und denkt sich, okay, ich habe aber auch noch was, also ich bin ja jetzt nicht nur ein hübsches Gesicht, ich habe doch auch etwas zu bieten in dem Fachbereich, in dem ich ein Experte bin. Was soll ich jetzt sagen? Wie soll ich da jetzt clever darauf antworten? Und Frauen haben damit Issues heutzutage, weil wie sollen sie damit umgehen? Sollen sie jetzt damit cool umgehen? Sollen sie zur Personalleitung sagen, oh, der hat mich sexistisch behandelt oder sowas? Was machen wir in diesen Situationen? Und wenn wir das Rollenverhältnis von früher als spielerisches Rollenspiel nehmen, dann bieten sich ganz wunderschöne Möglichkeiten, damit spielerisch und leichtherzig umzugehen. Meiner Tochter würde ich nämlich nicht den Tipp geben, raste aus und hol dir dein Recht ein, fordere dein Recht ein, du bist eine Frau, du bist kompetent. Nö, das ist, würde ich auch meinem Mann, meinem Sohn nicht sagen, weil das ist völlig egal, ob du Mann oder Frau bist. Es ist sinnvoller und erwachsener, zunächst einmal mit Leichtigkeit auf Herausforderungen zu reagieren, als mit Aggression. Also wie kannst du damit umgehen? Sie könnte zum Beispiel dann einfach sagen, ja, meine Schönheit, das freut mich, aber wir müssen jetzt auch einmal einer Expertin zuhören, denn wir wissen viel zu wenig über dieses Thema und zum Glück hast du hier nicht nur eine Schönheit, sondern auch noch eine Expertin stehen. Also, was ich euch erzählen möchte, ist Folgendes. Und dann zeigt sie und gibt die Präsentation. Zum Beispiel. Wir müssen nicht immer das Ganze zu einem Problem machen, wenn wir wissen, wie spielerisch Rollenbilder zu nutzen sind, dann können wir sie uns zu eigen machen und zu Nutzen machen. Der andere Punkt war, den du gerade genannt hast, Dominik, ist, kannst du nochmal wiederholen, du hast über was noch gerade gesprochen? Also zum Beispiel, wenn du als Mann, also die Frau an deiner Seite ist der Spiegel deiner Männlichkeit. Je männlicher du bist, desto weiblicher ist sie. Ja, genau. Ja, gut. In jedem von uns steckt aber auch männliche und weibliche Energie. Und es ist unter Erwachsenen wichtig, dass wir uns diese Flexibilität auch einfach zugestehen und gönnen. Weil nicht jeder kann immer stark sein oder immer schwach sein. Völlig egal, was davon jetzt männlich oder weiblich ist. Wir können auch mal uns der anderen Energie hingeben. Punkt. Ich habe mit dem Lars gesprochen. Du kennst den Lars ja ebenfalls hier. Kumpel vom Sven. Ne? Und er hatte eine ziemlich heftige Trennung hinter sich gehabt. Und er hat mir gesagt, ja, das war heftig, weil sie hat halt diese sehr krassen Anforderungen an ihn gehabt als Mann. So, er hat sich um alles gekümmert, hat das Geld reingebracht und sie hat von ihm auch verlangt, dass er sich aber gleichzeitig mehr öffnet, mehr Emotionen zeigt. Und dann, wenn er Emotionen gezeigt hat, dann hat sie ihm gesagt, ich will das nicht hören. Du bist der Mann, du musst damit zurechtkommen. Und er war sehr verwirrt. Er hat sie geliebt. Ja. Aber er hat sich gedacht, oh, okay, gut, dann bin ich der Mann. Ich muss irgendwie mit meinen Problemen zurechtkommen. Ich darf nicht jammern. Und sie hat ihm das halt bestätigt. Aber gleichzeitig hat sie halt auch gesagt, du redest so wenig. Ich will mehr von deinen Emotionen erfahren. Wie geht's dir denn? Dann hat er sich einfach nicht mehr geöffnet. Ne? Und dann hat er mir gesagt, das muss ich doch machen. Wäre das nicht männlich? Bin ich sonst kein Mann, wenn ich das nicht mache? Also, dass ich meine Emotionen einfach runterschlucke? Und ich habe ihm gesagt, Bullshit.
Auf gar keinen Fall. Und gerade, wie der Zufall so will, hatte ich ein Beispiel von exakt dem Abend davor. Ich war an dem Wochenende nämlich überhaupt nicht fit und mir wurde ein Speaking-Slot angeboten, also einen Vortrag zu halten und dafür auch eine Gage zu bekommen. Und derjenige, der hat mich gefragt, ehemaliger Teilnehmer von uns, der Jay, kennst du ja, und für seinen neuen Arbeitgeber hat er gefragt, ey, wir brauchen gerade einen Speaker, kannst du spontan sein, morgen um 14 Uhr geht das Ganze los, bekommst du so und so viel Euro und geht 2 Stunden. Und ich habe mir das überlegt und habe ihm gesagt, ich packe das leider nicht. Das schaffe ich gerade nicht. Und ich habe meiner Partnerin das erzählt. Ne? Ich habe der Jackie, meiner Verlobten, gesagt, du, mir wurde angeboten, dass ich morgen einen Vortrag halten kann und dass ich dafür eine Gage bekomme und so. Und sie hat gesagt, wow, voll cool. Habe ich gesagt, ich habe es nicht angenommen. Was? Warum denn? Ich fühle mich einfach nicht fit dieses Wochenende. Ich bin einfach nicht auf der Höhe. Fühle mich, einfach nicht so stark. Das wäre zu viel für mich. Und ihre instinktive Reaktion darauf war mir sofort zu sagen, das ist okay, Baby, ist okay, muss nicht immer fit sein. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen einer Partnerschaft, in der beide krampfhaft an irgendwelchen Rollen festhalten, und einer erwachsenen Beziehung, wo jeder auch mal von seinen Rollen loslassen kann und mal die andere Seite sein darf. Und sein Partner oder seine Partnerin übernimmt dann seine Rolle und hält dann, wenn du so willst, ne? Männliche Energie hält den Rahmen, ist die Vase. Und dann hat sie die Vase gehalten und gesagt, es ist okay. Du darfst jetzt gerade das Wasser sein in der Vase. Du musst nicht alles zusammenhalten und stark sein. Das ist vollkommen okay. Und das ist die Art von Beziehung, nach der ich immer Ausschau gehalten habe. Dass ich eine erwachsene Beziehung führen kann mit einer Frau. Und nicht eine Beziehung, in der Drama an erster Stelle steht und irgendwelche komischen Erwartungshaltungen. Und das, da kamen wir drauf. Er war auch mit dieser Frau zusammen, weil, ja, wie es bei so vielen ist. Er hat damals einfach nicht viel Auswahl gehabt und sie fand ihn toll. Und dann hat er gedacht, wow, hier mag mich eine Frau, klasse. Und dann war auch noch der Sex gut. Und hat er gedacht, boah, ich darf sie niemals gehen lassen. Sie ist, wie soll ich jemals jemand Besseren finden? Und hat dann eben auch sehr viel durchgehen lassen und sich selber auch ein Stück weit verloren. Und so geht es vielen Männern, ne? weil sie total verwirrt sind von diesen Rollenverteilungen. Ja, du hast gerade das richtige Stichwort gesagt. So. Das ist eine erwachsene Beziehung. Und bevor ich gerade darauf eingehe, auf Erwachsene-Ich und Kind-Ich, wenn wir nur stark sind oder wenn wir nur schwach sind, wenn wir nur in der männlichen Energie sind oder nur in der weiblichen Energie, dann wie ehrlich ist das dann? So, wenn du nicht Nein sagen kannst, wie wertvoll ist dein Ja? Du musst erst eine ganze Menge Nein lernen, Nein sagen können, bevor dein Ja wirklich wieder Wichtigkeit hat. Warum ist das so relevant jetzt für männlich-weiblich? Du musst auch in deine weibliche Energie gehen können und zum Beispiel deine Emotionen frei Lauf lassen können, damit deine Stoik, sagt man das so, auch einen Wert hat. Wenn du nur stoisch bist, dann ist das nichts wert. Wenn du nur Emotionen frei rauslässt und nur jammerst und den Finger zeigst dann auch entsprechend auf andere und andere sind schuld, dann ist das auch nicht wertvoll. Dann bist du halt nur derjenige, der jammert und deine Kritik findet kein Gehör. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir selber diese Polarität auch in uns haben und diese Polarität voll ausschöpfen. Also in der Psychologie sagt man dazu auch dann Integration, also dass wir beide Extreme integrieren, also beide Pole integrieren. Und das bringt mich jetzt auch zu dem Punkt von Erwachsenen und Kind-Ich. Also das Kind, also in der Transaktionsanalyse, auch psychologischer Begriff, nennen wir das zum Beispiel, es gibt das Kind-Ich und das Erwachsen-Ich. Und das Kind-Ich möchte halt so, ist halt so sehr impulsiv gesteuert, möchte alles sofort haben und so weiter. Und das
ist dann auch trotzig. Aber das Erwachsenen-Ich ist dann, bringt die Rationalität mit rein und weiß, so, will zwar auch Sachen gerne haben und auch gerne sofort haben, aber weiß zum Beispiel, dass Sachen ein wenig gerade dauern können und kann dann auch zum Beispiel mal negative Emotionen aushalten oder Situationen aushalten, aber auch einen Konflikt eingehen und ganz bewusst auch mal einen Konflikt eingehen, nicht unbedingt um Streit zu schüren, sondern weil er weiß, wenn ich das jetzt gleich anspreche, das wird einen Konflikt hervorrufen. Und dieser Konflikt bedeutet aber nicht, ich habe recht, weil meine Emotion am stärksten ist, oder du hast recht, weil deine Emotion am stärksten ist, sondern wir sind beide Individuen, die beide eine starke Meinung zu einem Thema haben. Und jetzt lass uns diese Meinung auf Augenhöhe miteinander regeln und schauen, wo wir Überlappungspunkte haben. Und das ist nicht mal ein Kompromiss, sondern das ist so, da wird aus 1 und 1 111 anstatt 2. So, das ist Synergie. Und das ist halt jemand, der in seinem Erwachsenen-Ich ist, der halt seine weibliche Seite, seine männliche Seite, egal welches Geschlecht du hast, integrieren kann. Und dann in diesen Momenten dann auch darauf zugreifen kann. Wenn ich halt nur in meiner männlichen Seite bin und meine Freundin irgendetwas macht, was mich dann in diesem Moment einfach nervt, wenn ich nur in meiner männlichen Seite wäre, dann würde ich mich entweder zurückziehen oder sie direkt ankeifen, weil das Aggression ist und das ist männlich und was auch immer. Wie lange hätte ich dann noch eine Freundin? Nicht so lange. Das wäre total dumm, weil ich dann sage so, okay, weil ich jetzt irgendwie mich angegriffen fühle und meine Emotion am stärksten ist, deswegen habe ich jetzt recht. Aber so funktioniert das Leben halt nicht so. Das ist halt so, in einer Situation, in der zwei Menschen zusammenkommen, haben beide 50% Kontrolle, aber 100% Verantwortung über ihre 50%. Und das ist so, Das ist ein Konzept, das ist zeitlos und das bedeutet auch entsprechend so, dass wenn ich sage, dass dein Verhalten mich jetzt so krass beeinflusst, wie viel Kontrolle übernehme ich dann über mein Leben? Nicht so viel, wahrscheinlich 0%. Wenn ich aber sage, alles, was ich tue, also es liegt alles komplett in meiner Macht, dass ich jetzt zum Beispiel diese Frau rumkriege oder dass ich jetzt meinen Willen hier durchsetze in der Beziehung und was auch immer, dann begebe ich mich in den Bereich von 51% bis 100% Kontrolle in der Situation und ich habe nur 50%. Und das ist der Bereich der Manipulation. Damit sage ich, ich weiß besser, was für dich richtig ist. Und damit nehmen wir die komplette Freiheit der anderen Person. Und das ist Hybris, das ist Stolz, das ist das Gegenteil davon, von Bescheidenheit. Und Bescheidenheit ist gar nicht so das schöne deutsche, also ist das deutsche Wort dafür, aber das bessere Wort ist tatsächlich humble sein. Weil humble, das ist so, das hat mehr was mit dem Grund zu tun, mit also Humus, der Boden. So, wir sind dann mehr gegroundet, wir sind dann mehr bescheiden, das deutsche Wort. So, wir sind mit den Füßen auf dem Boden und wir sehen halt auch, dass wir Teil des Ganzen sind. Und nicht, dass wir irgendwie Hybris über den Wolken schweben mit unserem Kopf über den Wolken. Und das bedeutet, erwachsen zu sein. In den passenden Situationen dann auch in die passende Polarität reinzugehen, nicht um unser Ding durchzudrücken, sondern um das Beste zu schaffen, was gerade für die Gemeinschaft besser ist. Yes. Und das kann halt aber, das also ganz, ganz wichtige Side Note dazu, das kann manchmal sein, dass du die bessere Idee dazu hast oder dass du die bessere Expertise dazu hast. Und dann gehen wir halt auch in den Konflikt oder haben die Konfliktbereitschaft. Aber nochmal, Konfliktbereitschaft heißt nicht, ich habe recht und du hältst die Schnauze. Und jeder, der nicht meiner Meinung ist, so kann sich verpissen. Das ist nicht damit gemeint. Nicht damit gemeint, irgendwie jetzt Streit zu verursachen, sondern du hast ein Ideal. Deine Idee oder deine Expertise sagt gerade, das ist der Weg und ihr könnt mich gerne alle challengen dafür. Und vielleicht finde ich sogar noch mehr dabei heraus, so das, was meine Meinung sogar noch verstärkt oder halt noch erweitert. Oder wir finden noch etwas, was wo 1 und 1 nicht 2 ergibt, sondern 111. Dieses Loslassen von dem Anspruch an 100%iger Kontrolle ist nicht nur emotional gesünder, es ist auch attraktiver. Weil du bist dann einfach im Vertrauen auf den Prozess, du lehnst dich zurück und du sagst, hey, es gehören zwei dazu, dass man zueinander findet. Ich schreibe dir eine Nachricht, hey, was machst du Samstag 17 Uhr? Ich habe was Lustiges vor, komm mit. Wenn sie mir nicht antwortet, dann reden wir jetzt erstmal eine Woche lang nicht. Kein Problem.
also beim Daten, ne? Wenn du jetzt eine Frau kennenlernst. Dieses, ich muss unbedingt eine Reaktion bekommen, warum bekomme ich nichts? Und dann machst du dir Sorgen, machst du dir Gedanken, was hätte ich anders machen können, was soll ich anders schreiben, wie bin ich interessanter, habe ich jetzt einen Fehler gemacht, habe ich sie jetzt vergrault, all das. Das ist das, wovon du gerade geredet hast, Dominik. Da denkst du, du hast mehr Kontrolle als 50%, du willst etwas bei ihr erreichen und es ist massiv unattraktiv. Aber wenn du das, einfach nur deine 50% ausfüllst, also wenn du nur sagst, mein Job ist es, meine Hand auszustrecken und eine Einladung zu verteilen. Souverän, selbstbewusst, weil mehr habe ich nicht anzubieten. Ich habe eine Einladung anzubieten. Am Samstag 17 Uhr wollte ich in die Kunstausstellung. Komm mit. Das ist mein Angebot. Wenn sie Nein dazu sagt, dann ist das ihr Ding. Und ich werde nicht darauf rumreiten. Dann macht sie es halt nicht. Und weil es mir auch egal ist, ob sie mitkommt oder nicht, weil ich gehe sowieso auf diese Kunstausstellung, ist es auch attraktiv. Das ist ein Mann, der macht sein Ding, der weiß, was er will, der zieht einfach sein Ding durch, der braucht mich nicht, der klammert sich nicht an mir, der rennt mir nicht hinterher. Merkst du, all diese Begrifflichkeiten sind attraktive Begrifflichkeiten? Also ist genau das eben auch das Attraktivste, was du tun kannst, loszulassen und einfach nur deine 50% zu machen und auf den Rest zu scheißen, ist das Attraktivste. Und damit sind wir bei der Kernphilosophie, die wir immer wieder beibringen, die übrigens Unisex ist. Zeig deine Verehrung, zeig deine Wertschätzung. Genau. Möchtest du den Satz zu Ende bringen? Nee, gerne, aber bring du den gerne zu Ende. Ich wollte nur noch dazu sagen, so genau das, was du gerade darüber gesagt hast, so ich gehe sowieso dahin, ich spreche eine Einladung aus und ob du jetzt mitkommst oder nicht, so ich mache sowieso mein Ding, das ist ja Freiheit und Freiheit ist Unisex. Genau, ja. Und ist für alle Parteien attraktiv. Ist egal, ob du Mann oder Frau bist. So, das, was wir beibringen, ist, es hat schon seinen Grund, warum auch immer wieder Frauen mich ansprechen und viele Freundinnen von meiner Freundin oder meine Freundinnen mich fragen, so, wie soll ich denn mit diesem Kerl gerade umgehen? Was würdest du tun? Weil diese Lebensphilosophie ist für alle gleich. Für alle. Völlig egal, was deine Sexualität ist. Ob es eine schwule Partnerschaft ist, eine lesbische Partnerschaft, irgendwas anderes. Es ist egal. Es ist einfach egal. Weil es immer dasselbe ist. Steh zu dem, was du willst und hab die Unabhängigkeit, darauf zu scheißen, wenn du es nicht bekommst. So lebt sich's leichter, glücklicher und so bekommst du auch mehr von dem, was du willst. Es ist attraktiver. Es ist Verehrung plus Unabhängigkeit. Diese beiden Elemente sind essentiell. Das ist attraktiv. Und deswegen kann ich eben auch innerhalb dieses alten Rollenbildes dieses Spiel spielen, wo ich einer Frau sage, du bist wunderschön, meine Güte. Wer bist du denn? Ich bin Andi, hi. Und ich kann einer Frau so ein krasses Kompliment vom ersten Augenblick an schon machen. Und das ist nicht ihr Hinterherrennen, das ist, wenn du so willst, klassische Rollenverteilung. Ich habe ihr ein Kompliment gemacht und habe gesagt, wow, du bist wunderschön. Aber daneben steckt die Unabhängigkeit. Weil sie spürt, ich werde ihr nicht hinterherrennen. Wenn sie jetzt schon vergeben ist oder mich eklig findet oder was auch immer, dann, ich habe es ja schon bewiesen, Jungs, schaut euch die Videos an, wo ich das mache auf der Straße. Dann zucke ich mir den Achseln und sage, okay, hey, Leben geht weiter, ich habe zu mir gestanden, das ist das, worauf ich stolz sein kann. Ich bin ein Mann, der steht zu dem, was er möchte. Und wenn er es nicht bekommt, ist auch okay. Ja? Weil ich auf diesen Prozess vertraue, dieses auf den Prozess vertrauen, ist das Unabhängige, was so attraktiv wirkt. Weil Menschen merken, okay, krass, der steht zu dem, was er will, aber er scheißt drauf, ob er es bekommt. Der wird das bekommen, was er will. Früher oder später wird er genau das bekommen, was er sucht. Weil es fucking attraktiv ist. Und auf diesen Prozess darfst du dann auch vertrauen. Wenn du dann noch ein paar extra Schritte gehst, 10 Sekunden länger mutig bist als alle anderen, egal ob Mann oder Frau, tja, dann bist du eben auch dort, wenn du gebraucht wirst und bist eben nicht zu Hause, während die Frau, die vielleicht die Frau deines Lebens ist, gerade draußen vorbeiläuft. So, nee, du gehst spazieren, du gehst Radfahren, du redest mit Menschen, du sagst Hallo, gibst ein Kompliment, du führst Smalltalk, du gehst in die Tiefe, nutzt einen Einbettungssatz
Und dann gibst du ihr deine Nummer oder holst dir ihre Nummer und dann verabredet ihr euch auf ein Date. Und auf dem Date nimmst du sie an die Hand und du küsst sie auch. Und du gehst dort innerhalb dieses alten spielerischen Rollenbildes in dieser Rolle auf und nimmst ihre Hand oder küsst sie. Und das ist mega, mega attraktiv. Wir müssen es ja nicht mal so machen, dass du der Mann bist, der unbedingt den ersten Schritt machen muss beim Küssen. No? Du kannst das Ganze auch nochmal in einem anderen Rollenspiel machen. Was ich auch sehr gerne mache, ist, ich sage einer Frau einfach nur, ich würde dich gerade unglaublich gerne küssen. Und dann überlasse ich ihr den Rest. Ich muss nicht unbedingt den ersten Schritt machen und sie küssen. Ich kann ihr auch einfach nur sagen, dass ich sie gerne küssen möchte. Aber du siehst, ich bin dabei nicht voller Angst, dass sie Nein sagt. Ich sage einfach nur meine Wahrheit. Und wenn sie sagt, nee, dann sage ich, okay. Aber wenn sie sagt, ja, dann mach's doch, dann mache ich's. 50% der Kontrolle, aber ich übernehme 100% meiner Verantwortung. Ich tue das, woran ich glaube, ich sage das, woran ich glaube. Und danach unabhängig sein, Männer. Und das ist für Männer wie für Frauen super attraktiv. Dasselbe würde ich auch meiner Tochter sagen, wenn sie einen Mann haben möchte, der sich ihr committet, der nicht einfach nur rumschlafen will, sondern der auch eine Beziehung haben möchte, wenn sie so jemanden will und sie will eine langfristige Partnerschaft. Und da ist ein Kerl, der kann sich irgendwie nicht festlegen und er hält sie irgendwie die ganze Zeit an der langen Leine und so, ah, mal gucken, mal hier, mal da, ich bin mir noch nicht sicher, was das ist. Dann würde ich ihr genauso sagen, okay, pass auf, Max, hier ist die Sache. Es macht mir super viel Spaß mit dir und ja, der Sex ist auch cool. Aber das ist nicht, was ich langfristig will. Und ich will meine Zeit nicht verschwenden. Also, ich habe folgenden Vorschlag. Wenn du mich länger sehen möchtest und das Ganze intensivieren willst, so wie ich das möchte, dann sollten wir beide denselben Nordstern haben. Dann sollten wir beide eine Partnerschaft wollen und das, dem Ganzen auch eine Chance geben. Wenn du das nicht möchtest, das ist völlig okay. Musst du nicht. So, du kannst dich auch gerne noch ausleben. Dann leb dich aus. Aber dann müsstest du dich ohne mich ausleben. Weil daran bin ich jetzt gerade nicht mehr interessiert. Okay? So, ich habe einen Vorschlag. Mach dir Gedanken. Ich gebe dir eine Woche. Ich gebe dir auch gerne einen Monat. Ich gebe dir auch gerne ein Jahr. Ja? Aber bis dahin sollten wir uns nicht mehr sehen. Nimm dir alle Zeit der Welt, die du brauchst, um zu überlegen, ob ich die Richtige für dich bin. Sei dir gegönnt. Ich werde dich da nicht reinzwängen. Nimm dir alle Zeit der Welt. Und dann melde dich bei mir. Ich kann dir natürlich nicht garantieren, dass wenn du dich erst in 6 Monaten oder 12 Monaten meldest, dass ich dann nicht jemand anderen gefunden habe. Das kann natürlich sein. So, ich setze dich nicht unter Druck. Ich sage nicht, morgen werde ich jemand anderen gefunden haben. Nö, ich werde einfach mein Leben leben. Das darf ich, genauso wie du auch dein Leben leben möchtest. Richtig? Du bist ja gerne Single, hast du ja gesagt. Und du willst gerne einfach leben und gucken. Genau dasselbe mache ich jetzt auch. Und solltest du Lust haben auf mich, dann sag mir Bescheid. Und dann gucken wir, an welchem Punkt meiner Reise ich sein werde. Und dann schauen wir dann weiter. Okay, also mach's gut. Hier ist, was ich will und ich bin unabhängig. Attraktiver geht's nicht. Und es ist so simpel. Und es ist Unisex. Egal, ob du Mann oder Frau bist. So funktioniert das. Das Ding ist, wenn du dich gerade dabei so als Zuhörer, vielleicht kennst du so eine Situation, so dich da gerade irgendwie vielleicht so ertappt gefühlt hast oder unter Druck gesetzt hast oder auf gar keinen Fall darf ich sie jetzt verlieren. Ich muss ja dann Ja sagen, damit ich sie nicht verliere oder ich dachte, ich kann das einfach hier einfach so weitermachen. Dann haben wir es hier mit einer Kombination zu tun von Verlustangst und damit auch, also eine Kombination von Verlustangst und damit im Kind-Ich zu sein, statt im Erwachsenen-Ich, statt auf Augenhöhe zu sein. So, weil das Kind-Ich, das schaut halt hoch. Ja, und das heißt nicht, dass der Erwachsene jetzt runterschaut. Also es gibt halt die Kombination so Kind-Ich kommuniziert, Kind-Ich, Erwachsenen-Ich kommuniziert. Das ist halt so von unten nach oben, aber es geht halt auch dann von oben nach unten. Und das ist das, was ich vorhin noch angesprochen habe mit dem Punkt von Geheimnisse gegenüber der anderen Gruppe haben. Also damit sagen wir, ich weiß besser, was gut für dich ist. Aber das Beste ist halt Erwachsenen-Ich, Erwachsenen-Ich. Und dann, wenn du im Erwachsenen-Ich bist, dann ist halt dieses Rollenspiel, was gerade Andi für 20 Minuten vorgemacht hat, wo er die Frau gerade gespielt hat und den Monolog aufgesagt hat, dann ist das gar nicht so. War das so lange? Es war schon sehr lang.
Ich glaube, das ist sehr manche genossen. Manche Menschen checken es halt erst, wenn du ihnen immer wieder sagst, was du willst und ihnen immer wieder die Freiheit gibst. Genau. Aus dem Grund, auch wenn ich in die Tiefe gehe, dann sage ich halt immer wieder, hey, ich würde dir gerne eine persönliche Frage stellen. Ich bin einfach mehr der Typ, der mehr so jemanden gerne in der Tiefe kennenlernt als nur Smalltalk. Aber, jetzt kommen wir zur Unabhängigkeit, du musst nicht antworten, wenn du nicht willst. Vollkommen okay, verstehe ich. Wir kennen uns ja kaum. Ich kann das total nachvollziehen, wenn du einfach sagst, no, ich ziehe eine Grenze, ich will dir bloß nicht zu viel von mir verraten. Verstehe ich. Ich persönlich bin halt mehr der Typ, der gerne XY. Und dann springe ich hin und her zwischen meinem Bedürfnis, ich sage, was ich gerne möchte, und dann gebe ich wieder die Freiheit, um zu sagen, aber du musst nicht. Ist vollkommen okay. Und aus dem Grund gehen halt auch so gut wie alle Menschen mit mir gerne in die Tiefe, weil ich ihnen die Wahl lasse. Und das ist attraktiv. Okay, jetzt habe ich wieder einen Monolog gehalten. Ja, abschließend nur die, wenn du in deinem Erwachsenen-Ich bist, das heißt so im integrierten Selbst, so dass du deine Polarität, deine Polaritäten dann auch integriert einsetzen kannst und nicht halt einfach nur, ich bin nur das oder ich bin nur das, so wenn du in deinem Erwachsenen-Ich bist, dann ist halt so eine Nachricht, eine Position von der Frau für dich halt auch kein Problem mehr, dann ist das verständlich. Dann ist es auch etwas, wo du dich selbst hinterfragst, oh, guck mal, habe ich das vielleicht kommuniziert mit meinem Verhalten? Interessant. Und vielleicht warst du dir gar nicht bewusst darüber, was eigentlich gerade dein Ziel ist. Und dann ist das eine Einladung für dich, anstatt ein Grund für Verlustangst oder ein Grund, also Verlustangst dann entsprechend so hinterherrennen, ne? Bitte verlass mich nicht. Oder so das Gegenteil, was dann auch viele haben, so, okay, du willst mich nicht, dann finde ich dich auch doof. Und das ist halt trotz, so was zum Beispiel viele Männer dann auch gerne machen. So, sie sprechen eine Frau an, so baggern dann irgendwie ganz, ganz, ganz easy dann irgendwie so hier und da die Frau an der Bar an und sie sagt so, nee, ich habe keine Lust auf dich. Und dann sagen sie, ja, ich habe eh keine Lust auf dich, du bist eh hässlich. Und das ist halt so super weird, weil warum dann im Vorfeld ansprechen. Aber das ist trotz. Und das ist genau, das sind beides die Extreme. Von der gleichen Position, von ich bin im Kind, ich muss hochschauen, ich muss die göttliche Weiblichkeit, der muss ich Opfer bringen, indem ich maximal nett bin, oder ich verabscheue diese göttliche Weiblichkeit und suche mir nach Alternativen, nach einem falschen Gott sozusagen, und damit halt so bete ich noch mehr von dem an, was halt genau im Gegensatz ist, so, und das ist entsprechend dann, wie es jetzt gerade so heißt, die toxische Männlichkeit. Das ist nicht der perfekte Begriff dafür, weil es damit halt auch dann schon Männlichkeit so in einen Topf wirft, dass sie toxisch sein kann. Aber wir sprechen nicht im gleichen Art über toxische Weiblichkeit. Aber das ist ein soziales Phänomen, oder beziehungsweise das ist ein Phänomen im sozialen Diskurs. Und das ist nicht Teil dieses Podcasts hier gerade. So, wir wollen nicht darüber jammern. Lass uns lieber Lösung finden. Ja, es gibt keine. Okay, so viel werde ich jetzt schon sagen. Es gibt keine toxische Männlichkeit. Genauso wenig, genau, wie es eine toxische Weiblichkeit gibt. Es gibt toxische Menschlichkeit. Menschen. Genau. Und das sind Charaktereigenschaften. Das sind Entscheidungen. Das sind Menschen, die nicht ihren Werten entsprechen oder die einfach wenig ihre Werte leben. Oder die egoistisch sind und auf andere scheißen. 51% genau, oder mehr Kontrolle ausüben wollen. Genau, ja, richtig, ja. Das sind Menschen, die arrogant sind, die glauben, sie wissen es besser als andere. So, das sind Dinge, die können alle tun, völlig egal, was für ein Geschlecht wir sind. Und selbst wenn jemand sich mal so verhält und sich so verhält, als ob er es besser weiß, ist es trotzdem besser, ihn nicht als toxisch zu belabeln, ihm dieses Label aufzudrücken, sondern das Ganze erstmal mit Leichtigkeit zu nehmen. Wir haben doch gerade das perfekte Beispiel gehabt. Ich habe gerade einen 20-Minuten Monolog gehalten. Dominik hätte bestimmt gerne auch was gesagt, aber er hat mir nicht toxische Männlichkeit vorgeworfen oder dass ich hier ein Assi bin, der ihm hier die Show stiehlt oder sowas, sondern er hat daraus einen Witz gemacht. Er hat den Elefanten im Raum angesprochen und gesagt, so, nachdem du hier deinen 20-Minuten Monolog gehalten hast, darf ich jetzt auch mal was sagen. Und genau das ist das Richtige. Wir machen aus einer vielleicht gefühlten Ungerechtigkeit einen Scherz, machen es so souverän uns zu eigen, und die Welt ist ein schönerer Ort und du bekommst auch mehr von dem, was du willst. Das ist einfach viel geiler und entspannter als dieses, wir sind alle gegeneinander, gegeneinander, gegeneinander. Sind wir nicht. Sind wir nicht. Wir sollten alle ein wenig mehr Liebe ins Spiel bringen und
uns alle mehr so behandeln, wie als wären wir Verwandte, wirklich. Ja, weil wenn mein Kind etwas verbockt, dann wie asozial wäre das, ihm dann toxisches irgendwas entgegenzuwerfen und den Rücken zuzukehren? Nö, dann erklären wir, was unsere Bedürfnisse sind, was wir gerne hätten, ne? Und dann geben wir ihm die Wahl. Dann sagen wir, was meinst du? Wäre das fair? Wäre das nicht vielleicht besser, wenn du dem anderen Kind auch mal die Schaukel überlässt? Was meinst du? Hättest du es gerne, dass jemand die ganze Zeit nur die Schaukel hat, oder möchtest du auch mal die Schaukel haben? Okay, na, dann sollten wir fair sein, nicht wahr? So, und mit Liebe erklären, mit Leichtigkeit, genau. Und sowieso mit spielerischem Gusto und nicht mit so viel Ernsthaftigkeit. Das ist viel angenehmer, Jungs und Mädels und alles dazwischen. Haben wir noch was? Ein Gedanke, den ich gerade noch hatte, einfach nur als Side-Note nochmal dazu. So diese Person, die wir dann zum Beispiel gerne labeln als toxisch irgendwas, toxischer Mann, toxische Frau, was auch immer. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Person, dass das vielleicht auch gerade nur eine Momentaufnahme ist und diese Person gerade aus irgendeinem Grund verletzt ist. Und ja, genau. Wir dürfen uns einfach mal selber fragen, so was ist, wenn wir mal einfach so wahnsinnig wütend sind und toben vor Wut und was auch immer, dann, also erstmal, welchen Ursprung hat das? Wenn wir uns dann irgendwie nach zwei Stunden beruhigt haben, dann schauen wir auf die Sache und denken so, okay, das ist ja total irrelevant, warum habe ich denn hier, habe ich da dann so reagiert? Das sind halt Reaktionen, Trigger aus unserer Vergangenheit, so Traumata oder Sachen, die uns halt passiert sind. Und wir reagieren dann entsprechend in diesem Moment darauf, und das ist halt dann einfach nur dieser Moment. Und aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind halt da trotzdem immer noch das kleine Kind in uns. Wir sind eines Tages aufgewacht und waren plötzlich erwachsen, so konnten Verträge unterzeichnen. Aber zum Vortag hat sich eigentlich nichts geändert. Und jetzt plötzlich sind wir irgendwie so dann, also wir sind in einer Situation, wo wir uns dann einfach verletzt fühlen und reagieren dann entsprechend wütend. Und was brauchen wir dann? Was braucht dieses Kind, wenn es im Supermarkt gerade nicht sein Eis bekommt oder seine Schokolade bekommt? Dann braucht es nicht irgendwie Bestrafung, sondern dann braucht es Liebe. Ja, und dann muss diesem Kind gezeigt werden, es ist alles gut. Das ist so wie, wenn du einen angefahrenen Hund, Gott bewahre, angefahrenen Hund am Straßenrand findest, der wird auch erstmal beißen, so versuchen nach dir zu schnappen, weil er Angst hat. So dem das was irgendwas Traumatisches passiert, der hat Angst, dass ihm noch mehr Schmerzen zu widerfahren. Aber wenn er erstmal spürt, so dass deine Hand Wärme und Liebe bedeutet, dann kann er sich entspannen und dann ist alles gut. Und das ist halt so ganz wichtig, dass wir immer halt so die Momentaufnahme sehen, Benefit of the Doubt, also im Zweifel für den Angeklagten. Ja, und ganz wichtig. Und dann schauen so, okay, du hast jetzt häufiger dieses Verhalten gezeigt. Nicht du bist böse, nicht du bist schlecht, sondern du hast häufiger dieses Verhalten gezeigt. Ich glaube, da ist etwas in dir, was aufgelöst werden darf. So, das Verhalten ist das Problem, nicht die Person. Also ja. Das Verhalten ist halt nicht das Problem, weil wir wissen halt nicht, was wir nicht wissen, und wir reagieren unbewusst auf Dinge, auf Eindrücke aus unserer Umwelt mit einem Verhalten, was absolut irrational ist und absolut nicht situationsgemäß. Und das ist halt oftmals dann einfach ein emotionaler Trigger aufgrund von Traumata. Und da ist ganz wichtig, dass wir nicht in einer Umgebung sind, wo wir gelabelt werden als du bist toxisch, du bist ein Narzisst, du bist ein Egoist und so weiter, sondern was führt dazu, was hat dazu geführt, dass ich mich öfter hier so verhalte? Danke fürs Feedback. Ich möchte nicht, dass sich meine Mitmenschen in meiner Umgebung unwohl fühlen. Und dieselbe Güte, bitte, Männer, wir sind gerade auch viel zu viel im Außen. Dieselbe Güte müssen wir uns selber auch entgegenbringen. Ich habe diese Woche mit einem unserer Teilnehmer one-on-one gesprochen, mit dem Sebastian. Und er hatte gesagt, wenn ich mit Frauen rede, dann habe ich nach wie vor noch so oft diese Gedanken, ich muss es richtig machen, ich muss souverän sein. Und dann ist sie vielleicht schüchtern und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll, weil ich will halt unbedingt das Richtige sagen. Und was ist, wenn ich, nochmal ein anderes Thema, hat er gesagt, was ist, wenn ich eine Frau kennenlerne, während ich gerade auf einer Party bin und ich bin total extrovertiert und gut drauf? Und dann spreche ich mit ihr eine Woche später oder zwei Wochen später und dann fühle ich mich nicht mehr so und ich möchte eher den Kopf im Sand verbuddeln. Bisher bin ich damit umgegangen, hat er mir gesagt,
dass ich dann gesagt habe, als mir dann die Frau die Frage gestellt hat, oh, letzte Woche warst du ganz anders, was ist denn los mit dir? Und er sich geschämt hat, weil er nicht wusste, okay, habe ich jetzt eine Maske aufgehabt oder wer bin ich? Also mir ist wichtig, dass ich ein standfester Mann bin und jetzt habe ich irgendwie, war ich da jemand anders, wer bin ich jetzt? Und dann hat er vor Scham gesagt, oh ja, ich bin einfach gerade müde. Und das hat uns zum Thema geführt, Güte zu sich selber. Weil, ja, du hast Werte und du willst ein Mann sein, auf den Verlass ist. Du willst allzeit hilfsbereit sein für die Menschen, die dir wichtig sind. Hut ab. Dann sei es bitte auch für dich selber. Und wenn du dir nicht selber eingestehen kannst, dass du nicht immer allen Werten gerecht wirst, wie kannst du es dann von anderen Menschen verlangen? Wie können wir dann andere labeln und verurteilen dafür? Weil die Aussage, ich bin gerade nur müde, ist auch nicht die Wahrheit. Da hat er auch etwas gesagt, weil es halt simpler war, simpler eine Lüge zu erzählen, als die Wahrheit zu sagen. Und Ehrlichkeit ist ihm ein starker, wichtiger Wert. Und dennoch hat er diesen Wert gerade gebrochen. Und da dürfen wir nicht so hart mit uns ins Gericht gehen und sagen, Mann, ich habe wieder verkackt und ich bin nicht ehrlich oder ich bin nicht gut genug und ich bin nicht attraktiv und ich weiß nie, was ich tun soll und ich wäre gern jemand, der ich niemals sein kann. Entspannt euch bitte, mehr Entspannung. All diese Gedanken haben wir alle und wir dürfen alle ein bisschen mehr entspannen, weil wir sind alle nicht perfekt. Und wir sind wirklich nicht perfekt, auch wenn wir von uns gerne erwarten, dass wir perfekt sind. Interessanterweise erwarten wir das gar nicht von unseren Mitmenschen. Gell? Du bist viel eher bereit, jemandem zu vergeben und zu sagen, oh, ach, ja gut, der hat halt einen Fehler gemacht. Aber bei dir selber bist du es nicht. Bei dir selber sagst du, naja, ich muss es besser wissen. Also was ich damit meine, ist halt auch, dass, also, was kümmere ich mein Geschwätz von gestern, ist als Hyperbel, rhetorische Figur, als extreme Übertreibung gemeint. Also es ist natürlich nicht so, dass ich heute X sage und morgen Y und du gar nicht mehr mitkommen kannst und ich dann dich dahin Gas leite, dass du jetzt, dass du dich mithalten kannst und gar nicht weißt, was abgeht. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Also es ist natürlich eine gewisse Konsistenz wichtig, so damit ich dir auch vertrauen kann, weil sonst bist du halt der Manipulator. So, das ist damit natürlich nicht gemeint. Nun ja, mir ist Konsistenz auch wichtig. Also wenn jemand ernsthaft sagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, dann würde ich diesem Menschen einfach weniger vertrauen, weil das bedeutet, er scheißt auf sein Wort. Und mit so jemandem will ich dann weniger zu tun haben. Aber wo diese Idee grundsätzlich recht hat, meiner Meinung nach, wo ich andocke, ist, dass wir grundsätzlich versuchen, konsistent zu sein oder grundsätzlich ehrlich sein wollen. Deswegen am Anfang habe ich es auch gesagt, mir sind Werte wichtig. Und ich hoffe, dass ich sie auch so lebe, wie ich den Anspruch an mich habe. Aber auch ich bin nur ein Mensch. Und selbst der Sebastian, dem Ehrlichkeit wichtig ist, hat er dann eben doch etwas gesagt, was nicht so ehrlich war. Mit dem, ich bin gerade nur müde. Ne? Hätte auch sagen können, du, ich bin nicht immer auf Zack. Jetzt gerade fühle ich mich total unsicher und selbstbewusst und würde gerne den Kopf in den Sand stecken. Ich will eigentlich nach Hause und duschen und schlafen. Das ist okay, so. Genau. Aber grundsätzlich haben wir einen Anspruch an uns und einen Anspruch an andere. Das ist okay. Was ich meine ist, wir dürfen kulanter sein und mehr vergeben, wenn jemand eben nicht immer diesem Anspruch gerecht wird. Wenn wir selber nicht immer diesem Anspruch gerecht werden. Wie du sagst, Dominik, wenn du heute einer Meinung bist, wie zum Beispiel viele Männer, die sagen, oh, ich werde es durchziehen. Dieses Jahr ist mein Jahr, ich werde es angehen. Und dann zwei Wochen später, jetzt bin ich krank und jetzt habe ich mich erkältet und jetzt ist das passiert. Okay, wo ist die Konsistenz? Ne? Ja. Okay, jetzt hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder du vergibst dir selber, sagst, okay, vielleicht sollte ich nicht so einen hohen Anspruch an mich haben. Ich gehe das Ganze einfach Schritt für Schritt. Ich bin vom Pferd gefallen, kein Problem. Was machen wir, wenn wir vom Pferd fallen? Wir steigen einfach wieder aufs Pferd. Ganz easy. Und jetzt geht's wieder vorwärts. Vergib dir selber, bleib an deinen guten Entscheidungen, auch an deinen schlechten Tagen. Zieh sie durch, auch an den schlechten Tagen. Und wenn du sie mal nicht durchziehst, dann ist das okay. Dann bist du nur ein Mensch.
wichtig ist, dass du da nicht da unten liegen bleibst und weiter jammerst und sagst, ich bin so scheiße. Nein, du sagst du, ey, ich habe mal einen schlechten Tag. Jedem sei mal ein schlechter Tag gegönnt. Morgen stehe ich wieder auf. Und dann stehst du morgen auch wieder auf. Und das, mein Lieber, ist viel mehr Männlichkeit als dieses verkrampfte, ich halte alles aus und ich muss immer der Kerl sein, der das Ganze anführt und muss allen sagen, wo es lang geht. Damit bist du ein sehr kurzfristiger Mann, weil du wirst irgendwann an der Realität dir die Zähne ausbeißen. Und das ist auch der Grund, wieso Männer viel öfter sich selber vom Leben verabschieden. Oder wieso Männer früher sterben. Oder wieso Männer ihre ganzen Probleme in sich reinfressen und sehr frustriert sind. Und zum Glück ändert sich das. Aber warum kann sich das Ganze nicht ein bisschen zügiger ändern? Mhm. Durch Menschen wie dich. Völlig egal, ob du Mann oder Frau bist. Wie dich. Also bitte sei ein Teil der Lösung. Nicht so viel Wut und Hass auf die anderen verteilen. Das ist vollkommen okay. In uns steckt immer ein kleiner verletzter Andi und ein kleiner verletzter Dominik. Und den dürfen wir auch mal in den Arm nehmen und ihn nicht so hart bestrafen für seine Unzulänglichkeiten. So. Wenn du an diesem Punkt der Reise gerade bist, ich muss anders machen, weil Video ist ja andersrum, wenn du gerade an diesem Punkt der Reise bist und du sagst, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll, ich hätte gerne einen Leitfaden, die richtige kennenzulernen, aber bisher zweifle ich einfach an mir, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann oder schaffe, dann geben wir dir sehr gerne diesen Leitfaden in einer kostenlosen Flirty und Charisma-Analyse, sodass du hier angelangst, sodass du der Mann werden kannst, der die richtige gefunden hat. Wenn du das nicht willst, brauchst du es auch nicht anzunehmen. Das ist, was wir dir bieten können. Die kostenlose Flirty und Charisma-Analyse. Die findest du unter www.flirtanalyse.de oder in der Beschreibung. Und ich sehe dich dort sehr gerne in dieser Analyse, wo wir deinen Flirttyp einmal ganz genau anschauen und dir diesen Leitfaden geben, wie du in den nächsten 13 Wochen zu dem Mann wirst, den Frauen wollen. Und wenn du das nicht möchtest, ist das völlig okay.